Moin Leute, ich bin's wieder, euer lieber Philipp von den Cycle Roasters. Willkommen bei uns im Espresso Lab oder in der Kaffeeschule, je nachdem, wie wir es bezeichnen wollen. Wir haben euch den Kaffee ja schon vorgestellt auf Instagram und den entsprechenden Social Media Plattformen. Es geht heute um unser Nordic Deutsche Vita und zwar, wie bereiten wir den Kaffee zu? Kurzes Recap zum Kaffee. Ja, es ist ein Espresso, steht auch dick drauf. Das Ganze kommt aus Mexiko, aus Chiapas, von der Finca Fulda, vom Rainer Böhme. Von dem beziehen wir auch seit Jahr und Tag unseren Robusta und haben uns entschieden, von ihm nun auch Arabica zu beziehen. Funktioniert wunderbar. Warum heißt das Ganze Nordic Deutsche Vita? Deutsche Vita, das süße Leben auf Italienisch. Allerdings norddeutsch interpretiert. Was soll ich dazu noch mehr sagen? Also für uns ist es ein Dark Roast. Manch andere Gefilde in diesem Lande würde sagen, das ist immer noch Medium oder Medium Dark. Aber wir finden, so sollte ein italienischer Espresso schmecken. Schön vollmundig, richtig dunkel schokoladig, so ein Nuss-Nougat-Tig, so eine geile Honignote und einfach vollmundig. Ohne dabei eben so aschig, astringent zu sein. Das mögen wir nicht in unserem Kaffee. Daher haben wir es einfach mal gewagt. Wie machen wir das Ganze? Wir haben uns dazu entschieden, für eine Ratio von 1:1,75, also nicht ganz 1:2. Das heißt, wir tun 19 Gramm in unseren Siebträger mit der La Mazzocco Pico hier. Da haben wir einen relativ feinen Mahlgrad gewählt. Also was heißt relativ fein, aber schon am feineren Ende, wo wir normalerweise sind. Einfach, weil wir ein kürzeres Extraktionsziel haben, 34 Gramm. Wir aber immer noch in einer gewissen Zeitrange bleiben wollen. Also, fangen wir mal an. Genau, in der Tasse 34 Gramm, habe ich bereits erwähnt. Die Kiste, die La Mazzocco Linea Mini Air, ist auf 93 Grad in der App eingestellt. Ist jetzt auch gut warm geworden, funktioniert. Wie immer, wenn ihr einen Espresso zubereitet, ich halte das mal rein, gerne den Siebträger sauber und trocken machen. Ja, mega wichtig für den Geschmack und auch alles andere. Einmal den tarieren, wunderbar. Und jetzt schauen wir mal, ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem hören, ob wir unsere 19 Gramm treffen. Das sieht doch eigentlich nach 19 Gramm aus. Schauen wir mal. 18,7. Ah, immerhin. Ganz kleines bisschen noch nach. Jawohl, 19,1 Gramm, da kann ich mit leben. Ihr seht, Kaffee kommt aus der Mühle auch immer so ein bisschen im Berg raus. Das könnt ihr mit den Fingern glatt streichen, ein bisschen klopfen hier und da. Ihr könnt aber auch ganz einfach so schön Leveler nehmen. Wir haben hier ein Modell von Kyoko. Da könnt ihr die Tiefe vom Leveler einstellen. Das ist eben auch immer ganz gut einmal draufgesetzt, im Uhrzeigersinn gedreht. Und ihr seht, das Kaffeebett ist schon mal wunderbar flach und vorbereitet für unseren Temper. Wir haben uns hier auch, wie gesagt, für ein Produkt von Kyoko entschieden. Das ist so ein Drucktemper, funktioniert wunderbar. Der hat nämlich hier auch so eine schöne Lippe. Das heißt, wenn wir den auf den Siebträger aufsetzen, A, passt das wunderbar und B, müssen wir nicht so sehr darauf achten, dass wir das Ganze gerade machen, weil das Ding quasi Self-Leveling ist im Siebträger. Einmal runtergedrückt, wunderbar. Ich spüle noch mal eben einmal. Boom, tschack, Tässchen drauf, tariert. Einmal sauber gewischt oder trocken gewischt, besser gesagt. Boom, tschack. Jetzt kommt die Probe aufs Exempel. Gucken wir doch einfach mal. Hier ein bisschen noch mal tarieren. Das hat irgendwie nicht gut geklappt. Zack, machen wir mal an. Genau, warum haben wir uns für ein eher kürzeres Ratio entschieden? Oft in Italien kriegt man sehr schön kurzgezogene Espressi, die sind richtig schön fett, vollmundig, ist so ein kleines Schmankerl, also so ein kleines Leckerli, finde ich immer, und genau so wollten wir das hier auch machen. Das funktioniert wunderbar. Als Extraktionszeit haben wir uns zum Ziel zwischen 25 und 27 Sekunden gesetzt. Wow, direkt in der Mitte, 25,9. Das funktioniert doch. Hätte ja keiner gedacht. Ne? Zack. Genau. Sieht gut aus. Ja, ihr könnt das in der Kamera nicht so sehen, aber das Ganze ist schön braun, dunkelbraun. Ich gebe mal dem Säge ein. Zack, der liebe Kameramann. Bitteschön, was sagt man? Bravo. Bravo. Genau. Ja, wir probieren zusammen.
Viele Leute haben uns auch immer mal gefragt in der Kaffeeschule, hey Phil, was ist denn mit der Crema? Also kann ich da irgendwie ablesen, ist das gut gelaufen? Dazu von mir ein ganz klares Nein. Also man kann schon sehen, wenn die Crema mega viel zu hell ist, wenn sie normalerweise dunkler ist, dann ist vielleicht was schief gelaufen. Aber die Crema ist kein Qualitätsmerkmal für einen guten Espresso. Die Crema ist eine Emulsion aus den Ölen im Kaffee, aus Wasser und aber vor allen Dingen aus den Röstgasen. Wenn wir also viel oder sehr frischen Kaffee haben, viele Röstgase, dann haben wir viel Crema. Entschuldigt, dass ich so viel rede, aber der Espresso ist so heiß. Zack, Crema gerne unterrühren. In der Crema sind am meisten Bitterstoffe. Also für einen wirklich runden Espresso gerne mal die Crema unterrühren. Und dann gucken wir mal. Sergej war schon fix dabei. Ja, mega nice. Richtig schöne Honigsüße. Ah, nice. Dunkle Schokolade, dieses Nougatige kommt auch richtig schön hinten raus. Also wer es kennt, eine Konfiserie-Firma, die stellt so einen Schicht-Nougat-Riegel her. In die Richtung geht das so ein bisschen mit Honig. Sehr lecker und einfach sehr vollmundig, mundfüllend. Das kann man super als Espresso Macchiato machen oder Cappuccino, auch wenn es nachher ein bisschen weniger in der Tasse ist. Das wird sich immer noch sehr gut durchsetzen, weil es einfach sehr schön vollmundig ist. Ja, schmeckt einfach mega gut. Ich hoffe, ihr habt heute was mitgenommen. Wenn ja und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einfach ein bisschen Liebe da, ein Like. Folgt dem Kanal. Wir wachsen gerne, wir würden gerne mehr Leute erreichen. Einfach mit coolen kleinen Tipps, die ehrlich gemeint sind. Von daher freut es uns, dass ihr zugeschaut habt. Lasst einen Kommentar da, ihr Lieben. Ciao, ciao, bis bald.